und willkommen bei Likra. Im letzten Video habe ich euch nicht gesagt, dass wir heute Achtung, Dekane machen. Und es wird spannend. Ich lasse euch immer ein bisschen Zeit zum Nachdenken und dann werde ich die Zahl sagen. Also beginnen wir mal von vorne. Der schwerste Kürbis. Ratet mal, wie schwer der ist. Geraten. 1,2 Tonnen wiegt der schwerste Kürbis der Welt. Er wurde von einem belgischen Gärtner gezüchtet und gewann im Oktober 2016 die Europameisterschaft. Die schwerstbekannte Tomate wog, geraten, 3,5 Kilogramm. Der schwerste Apfel, wartet, 1,8 Kilogramm. Und die größte Kartoffel, geraten, 80 Kilogramm. Also das Riesengemüse schmeckt nicht gut. Der größte Kürbis wurde nicht gegessen. Gott sei Dank. Die kleinsten Chihuahuas, oder wie man die auch spricht, sind nur, wartet, 10 bis 15 Zentimeter groß. Oh. Wahrscheinlich kennst du ihn, denn obwohl der Strauß eigentlich nur in Afrika lebt, wird er auch auf Straußenfarmen gezüchtet. Ein Straußenmännchen kann bis zu wie viele Meter hoch werden? 2,5 Meter groß und über wie viel Kilogramm? 130. Schwer wird der. Damit sind die Strauße zu schwer zum Fliegen. Zum Ausgleich können sie sehr schnell laufen, was ihr wahrscheinlich auch wusstet. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt Stundenkilometer. 70 Kilometer? Hallo? Das ist ja arg. Der größte Mensch. Ratet mal, wie groß der ist. Er hieß Robert Wadlow. In Klammer 1918 bis 1940 war er der größte Mensch, den man kennt. Als Erwachsener war er unvorstellbar 2,72 Meter groß. Weil unser Körper aber eigentlich für so eine Größe nicht gebaut ist, sterben extrem große Menschen oft früh. Robert wurde nur 22 Jahre alt. Okay, das war's leider für heute. Tschüss!